Hallo, meine lieben Puzzlechen, ich bin's wieder, eure Puzzle. Ja, ich habe ein bisschen gewerkelt, ihr Lieben. Und das möchte ich euch gerne zeigen, was dabei rausgekommen ist. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Wir sind ja mit den Engelkarten fertig. Die habe ich euch ja gezeigt. Und heute möchte ich euch mal andere Karten zeigen. Und zwar erstmal die. Also als erstes erstmal die hier. Dann habe ich so eine kleine Szene drauf gemacht. Ein kleines Mädchen, die einen Herzluftballon in der Hand hält, mit dem Sonnenuntergang. Und sie rennt zu ihrem Lieblingsbaum, wo sie sich gerne immer ausruht. Ja, und die Karte habe ich so gemacht. Ihr könnt schon sehen, das sieht aus wie ein kleines Bild, wo noch so ein Rahmen dran ist. Und das habe ich extra gemacht. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier das so ein bisschen hochgefilzt, wie ein Rahmen, damit die kleine Maus hier auch einen Weg zum Laufen hat. Wenn ich das jetzt ganz platt machen würde, würde das nicht so gut aussehen, finde ich. Ne? Und der Baum hier, der geht hier auch so ein bisschen um die Ecke. Ne? Und das finde ich sehr schön. Das war jetzt nur mal so eine Idee. Ich habe hier hinten eine Karte gestanzt. Da habe ich die kleinen Teile nicht rausgeholt. Ich habe nämlich zwei Karten aufeinander geklebt. Und ich habe die deswegen nicht rausgeholt, weil ich das einfach schöner finde, wenn die in diesem Falle drinne sind. Hier sind mir zwei rausgefallen beim Filzen oder ein paar, seht ihr? Aber es macht nichts. Das ist ein Prototypchen und da kommt hinten noch na, Farbe drüber, ne? Ein bisschen inken und dann ist das eigentlich ganz gut. Ne? Das könnte man jetzt so zum Beispiel auf ein Buch rauf machen oder als Tasche benutzen. Ups, es fällt mir auch noch der Glitzerstein ab. Könnte man auch gut als kleine Tasche benutzen. Und ja, ich zeige euch gleich mal, wie ich das meine. Muss mal eben hier dieses Steinchen gleich wieder ankleben, dass mir das ja nicht. So. Wisst ihr, wenn man das jetzt so aus Buch oder in ein Buch einklebt, hier nur an der Seite meinetwegen, kann man hier ein Tag oder sowas reinstecken, ne? Ja, kann man eigentlich einiges mitmachen. Man könnte das jetzt auch auf eine Dose rauf bringen. Und das noch weiter gestalten und sich eine schöne Dose damit schmücken. Es sind einige Sachen, die man damit machen kann. Ne? Ja, dann habe ich ein Auge gemacht. Ja, ihr seht schon, ich habe hier wirklich getüftelt. Und das sind alles Prototypchen. Das, ja, wie soll ich sagen, das sind halt so Probierstückchen, wie man es eben besser machen könnte. Hier ist nicht gar gerade und so. Das ist alles mit der Hand geschnitten. Weil ich habe leider nicht. Ich muss mal gucken. Mit der Stanze, das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Vielleicht habe ich da auch was falsch gemacht. Aber wir kriegen es raus. Ne? Auf jeden Fall haben wir hier tolles Papier. Ne, das schimmert auch schön. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Ja. Und ich habe hier halt dieses Auge erstmal gestaltet. Ein weinendes Auge. Es gibt ja nun mal nicht nur, wie soll ich sagen, lustige Tage und zu dieser Zeit überhaupt nicht. Ja, und hier unten ist halt so ein kleines Blümchen, die noch nicht ganz fertig ist. Ne? Die Karte übrigens ist auch noch nicht fertig. Ich habe ja schon ein bisschen hier Farbe gegeben. Jetzt bin ich noch am Überlegen, wie ich die weitergestalte. Ne? Das schimmert hier schön, das Papier, das ist toll. Aber eben, es ist nicht super gut ausgeschnitten, sage ich jetzt mal. Und naja, man kann es noch weiter gestalten, das werde ich auch tun. Ich weiß nicht, ob ich das inken werde oder. Ich bin mir noch nicht so sicher. Vielleicht habt ihr einen Rat für mich. Hier könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn man den Hintergrund so ein bisschen dunkler macht, ne? Und dann hier vielleicht in jede Ecke so ein Loch.
Mit so einer schönen Öse oder so, ne? Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Das war mein weinendes Auge. Ich leg's mal hier hin. Und dann habe ich bis in die Nacht rein. Ich wollte unbedingt, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Keine Ahnung. Ich wollte unbedingt was Niedliches machen. Was Niedliches. Als allererstes habe ich diese Karte gemacht. Dann habe ich diese gemacht. Und dann habe ich diese gemacht. Und jetzt Schreialarm. Ich schwöre euch, Schreialarm. Das ist wirklich wunderwundersüß. Guckt mal. Guckt mal. Ich bin die kleine Emily. Ich bin ein kleines Träumerle. Entschuldigung. Seht ihr? Ich habe hier eine kleine Wiese gestaltet. Eine ganz kleine Wiese, wo sie halt drüber läuft, über die kleine Wiese. Die hat auch kleine Blümchen überall hier, gelbe und rote. Und dann hat sie auch einen kleinen Himmel. Und die hat ein wundersüßes Gesicht. Rote Haare hat sie, spielt sich hier mit der einen Hand im Haar. Seht ihr das? Ja, von diesen Karten möchte ich unbedingt, unbedingt, unbedingt noch mehr machen. Jetzt will ich mal schauen, ob ich bei Amazon oder irgendwo solche Karten kriege, wo dieses schon ausgeschnitten ist. Also, ihr wisst, was ich meine, ne? Gibt es ja in Oval, in viereckig und so. Dann könnte man auch größere Karten so gestalten, ne? Aber ich fahre gerade so auf diese kleinen ab. Und bin jetzt noch echt am Tüfteln, was ich auch cool finden würde bei ihr hier zum Beispiel. Obwohl bei der auch, ne? Bei diesen beiden hier. Das ist ja was ganz anderes, ne? Ich zeige euch gleich noch was. Und wie soll ich sagen? Ich neige dazu, irgendwie das zu umhäkeln, wisst ihr? Mit so einer kleinen Zickzackborte drumrum. Natürlich in der passenden Farbe, in einer Farbe, die hier eben mit drin ist. Ne? Das wäre doch auch eine gute Idee. Ne? Einfach umhäkeln die Karte. Und hier natürlich auch. Ne? Da könnte man sich auch ein schönes Bordeaux vielleicht oder ein Weiß. Das ist ja alles möglich. Oder ein schönes Blau. Ich habe ja alle Häkelgarne da, also da habe ich ja überhaupt kein Problem mit. Ne? Das wäre doch auch eine Möglichkeit, ne? Mit so einer schönen dichten Häkelborte drumrum. Ich muss mal gucken, ne? Ja, auf jeden Fall finde ich die sehr gelungen. Wie gesagt, das ist hier noch nicht fertig gestaltet, ne? Die ist jetzt eigentlich nackig, der Hintergrund sozusagen, ne? So, und dann lege ich die mal eben so ein bisschen hier so rüber. Und dann möchte ich euch mal eben was zeigen. Ach so. Ja, erstmal zeige ich euch das. Und zwar, es ist jetzt zwar keine ATC-Größe, diese Stanze hier. Es ist, Moment, wo habe ich denn? Nee, habe ich schon rübergebracht, schade. Es ist jetzt keine ATC-Größe, aber. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel wie sagt man, Stanze, ich sage jetzt mal so ungefähr, das untere müsst ihr euch einfach wegdenken. Moment. Ne, so, so, so. Also oben und unten ist ungefähr gleich Platz. Seht ihr, wenn man das jetzt so benutzen könnte als Rahmen, ne? Diese Stanze, sage ich jetzt mal, ne? Wäre das doch ideal, oder? Könnte man sich das schön hinstellen und hat gleich einen coolen Rahmen. Ja, natürlich werde ich das nicht machen, ist klar, ne? Aber wie gesagt, diesen habe ich benutzt, um mir so ein bisschen hier diesen, ne? Diesen Rahmen habe ich mir dann aufgemalt und dann habe ich mir das ausgeschnitten. Ja, ich habe voll den Tatter, Mann. Ich weiß auch nicht warum. Aber naja.
Das habe ich also, wie gesagt, als, ja, als Innen-Dingsbums genommen. Ja. Die tue ich mal gleich wieder in meine Tasche. So. Und dann möchte ich euch jetzt mal zeigen, was ich gerade am Machen bin. Und zwar, ich habe hier einen Bilderrahmen. Ich versuche mal den. So könnt ihr es nicht sehen. Nee. Ich lege es hin. So. So, ich glaube, so könnt ihr das gut sehen. Ne? Also, ich habe. Ich wollte euch erklären, wie ich das meine mit dem Pelz. Und zwar diese Kärtchen hier, könnt ihr ja sehen, die sind ja richtig fest, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich ist hier Flausch, das sind so Puffy-mäßig. Puffy, ja, das sagte ja Christine immer, Puffy-Päckchen. Ne? Es fühlt sich wirklich puffig an, wenn man hier mit den Fingern so drauf geht. So, wenn man sich die jetzt so hinstellt, sage ich jetzt mal, ne? Einfach zur Deko. Ist das ja auch eine tolle Sache. So. So. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja. Und das ist aber fest. Also nicht fest. Ihr könnt ja noch, ihr seht, was ich meine. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich kann das schlecht ausdrücken. Ja, auf jeden Fall. Schaut mal. Hier. Und das zeige ich euch jetzt mal eben. Ist es so, dass ich mir praktisch von meinem Material, hier, das ist das Material, das ist so dick. Von diesem Material habe ich mir die erste Schicht, nur die allererste Schicht, abgemacht. Ich versuche das jetzt mal mit euch, weil das ist nämlich gar nicht mal so einfach, dass einem das nicht kaputt geht. Da muss man ein bisschen mutig sein. Ja? Ich will es euch nur mal eben zeigen, dass es geht. So. Das ist jetzt die erste Schicht. Diese erste Schicht habe ich mir auf diesen inneren Rahmen, ne? Da ist ja so ein, ich kann es jetzt nicht hoch, hier so ein Rahmen, ne? Und da habe ich ein schönes Papier drauf gemacht, ein helles Papier, so. Und darauf habe ich dann eine Vorlage gelegt. Und auf diese Vorlage habe ich dann dieses Material gelegt und habe mir das in diesen Rahmen hier gespannt. Die passende Scheibe, die ist hier. Das ist keine Scheibe, das ist so ein bisschen Plastik. Aber das reicht ja. Es geht ja nur um das Spannen. So, jetzt habe ich dieses Bild. Und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen daran weiterarbeiten, ihr Lieben. Und euch zeigen, was ich eigentlich meine mit dem Pressen. Und ihr sagt ja, das quetscht ja dann alles zusammen. Da habt ihr vollkommen recht. Aber in diesem Fall, mit dieser Technik, muss es quetschen. Versteht ihr, was ich meine? Damit diese einzelnen Härchen, die ich hier aufgebracht habe, nicht wieder runterfallen. Ich zeige euch das jetzt mal eben. Okay? So. Erstmal will ich hier diesen doofen Puzzle erstmal weg haben. So. Ihr seht, ich habe hier einfach ein paar Haare, ein paar Filzhaare genommen und lege sie jetzt erstmal auf den Untergrund. Und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ich muss mir nur merken, dass da drei weiße Punkte waren. Ja, ich mache es hier drauf. Ihr könnt das natürlich auch auf dem Extra machen. Ne? Ich mache es jetzt mal so. So, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und dann lege ich mir diese Filzfusseln
Moment, ich muss mal eben ein bisschen spannen. Lege ich mir diese Filzfusseln hier so rauf. So. So, dann brauchen wir auf alle Fälle Weiß. Dann machen wir mal so einen kleinen, eine kleine Kugel. Quetschen wir in den Fingern. Drehen die richtig. Hier haben wir eine kleine Kugel. Und setzen die mal hier so rein. Die ist zu groß. So. Na komm her. Das muss länger sein. Ich muss mal eben selber gucken. Okay. Das legen wir dann hier so rein. Das kommt da hin. Ja, das ist gar nicht so einfach. Nee, der muss da gar nicht hin. Moment. Nee, nur hier muss einer hin. Und hier. So. Oder noch einer? Nee. Okay. Aber irgendwie ist mir das zu dick. Das ist mir einfach zu dick. Ich muss mal ein bisschen dünner. Ja, besser. Viel, viel besser. Ich brauche hier eine gerade Kante. So. Ja, das ist natürlich jetzt eine Fusselarbeit, ne?
So. Dann zwirbel ich mir mal eben hier dieses Dunkle. Da brauchen wir auch nicht viel von. Mal eben gucken. Ja, wir lassen es erstmal so, würde ich sagen. Es ist ein bisschen zu dick. Ich drehe es mal um. Ja, viel besser. Ich muss das nur eben ein bisschen anordnen. Wisst ihr damit das? Ich muss selber erstmal gucken. Das ist wirklich eine Fusselarbeit. Ich muss ein bisschen so erstmal. Dann kommt dieses Buch. Das ist ja so ein dunkles Buch. Und dann kommt hier dieses aufgeblätterte Buch. Und natürlich muss ich hier auch noch die Gitarrenseiten. Die mache ich damit weiß. Ne? Und hier muss natürlich noch ein Braun hinter oder ein ich denke mal, ich nehme so ein Maragoni-Braun, ne? Hier so rum. Ja. So, und ich wollte euch jetzt damit zeigen, ja, die ist noch ein bisschen krumm, sehe ich gerade so, hier in der, aber das wird noch. Ich wollte euch nur erklären, was das für ein Unterschied ist, wenn ich die jetzt hier so filze, da kann ich auch mal das anfassen hier, wisst ihr? Und es ist trotzdem weich. Und hier ist es einfach nur ein Hauch, wirklich hier bei dem Grün zum Beispiel, ja. Das ist einfach, seht ihr das, wie wenig das ist und wie viel das ausmacht? Wenn da jetzt noch ein bisschen Braun hinterkommt, weil hier kommt ja noch Braun rein. Und sich das verbindet, dann ergibt das so ein richtig natürliches, geiles Grün. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So, und das dauert halt ein bisschen seine Zeit, aber ich wollte euch gerne ein Stückchen mitnehmen, um euch zu erklären, wie ich das mache. Und ich mache jetzt hier weiter mit dem Buch und mit den Seiten und mit der das komme ich nicht drauf. Ich meine, echt. Aber egal. Das wird alles schön ordentlich, dass es wirklich perfekt aussieht, gemacht. Und ja, und deswegen, wenn das jetzt fertig wäre und ich das dann abnehme, mache ich die Scheibe davor und die Scheibe presst es praktisch
so schön hin, dass es dann eben richtig cool aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Man könnte aber auch so ein Bild aufbauen. Da nimmt man eben das ganze Material von dem Material, was man hat, oder macht es doppelt und dreifach, ne? Ja, und klemmt sich das in den Rahmen und kann dann richtig dicke Bilder, die dann aus dem Bild rauskommen, aus dem Rahmen rauskommen, machen. Ja. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Freude machen. Könnt mir gerne in die Infobox schreiben, was ihr dazu denkt. Und natürlich, wie ihr meine neuen Kreationen findet hier. Und natürlich die kleine süße Maus hier, die man gut auf eine Schachtel bringen kann, ne? Also, ihr Lieben, bis dann, bleibt bitte gesund. Ach so, ich wollte noch was sagen. Ich wollte noch was sagen. Ich habe es fast vergessen, wegen der Verlosung. Also, ich warte noch auf 3, 4 Gummibänder, sage ich jetzt mal. Hoffe ich, dass sie noch kommen. Da warte ich ganz, ganz sehnsüchtig drauf. Und ich warte auch noch auf Bibos Sendung, weil da ist was schiefgegangen und das muss wieder zurück zu Bibo praktisch. Also, da ist was schiefgegangen mit der Post. Und das ist aber nicht schlimm. Ich möchte euch nur damit sagen, dass ich ohne Bibo nicht anfangen werde, solange bis Bibo ihr Gummibändchen da ist. Und Bibo hatte mir dann vorgeschlagen, ein neues Gummibändchen zu machen, was ich auch eine richtig coole Sache finde von ihr. Und ja, ich möchte dann noch ein bisschen warten. Ich bereite in der Zeit natürlich schon die Verlosung vor. Ich habe ja eure Namen und eure Nummern auch geschrieben. Die Sachen sind auch schon fertig. Und ja, ihr wisst, ihr dürft euch freuen, meine Lieben. Also, bleibt gesund, haltet euch wacker und niemals aufgeben. Ja, ich habe euch alle lieb und denke an euch. Bis dann, eure Fussel.